Wir wollen heute nochmal ein neues Spiel testen. Und zwar haben wir da den Fernbus-Simulator. Keine Ahnung, was das sein soll, Digga, oder wie das Spiel funktioniert. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Gehen wir rein. Flixbus. Ich habe kein Lenkrad, nein. Okay, wollen wir mal schauen. Das kostet 37,99. Okay, wir wollen Hamburg. Wieso kann ich nicht nach Hamburg hoch? Bitte wähle einen Spielmodus. Du kannst diesen Modus später im Routen-Editor ändern. Das ist ja. Digga, ich will fahren! Ah! Ach so, ah! Ich muss zu dem Ort fahren. Okay, nach Bremen. Okay. Charakter, aha. Wir haben zwei männliche Skins. Ah, okay. Spiel starten. Alter, war das ein Krampf, Digga. Hallo. Ich kann springen. Okay. Digga. Wie klein war bitte schön die Schrift? Hallo. Hä? Hä? Ich habe keine Beine. Hä? Warum kriege ich hier keine Anweisung, Digga? Warum kann ich jetzt nicht einfach fahren? Hä? 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 Was mache ich hier? Also ich drücke jetzt alles. Sitzeinstellung möchte ich nicht. Ich drücke alle Knöpfe, es passiert einfach gar nichts. Oh, ich raste gleich richtig aus. Oh. Hoch. Ja, ich hab den, ja, alles gut. Ich hab den Controller, ist mir aus der Hand gefallen. So, also anscheinend. Also entweder stelle ich mich sehr, sehr dämlich an. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. So, hier ist mein Flixbus. Mit dem möchte ich losfahren. Die Tür ist offen, ich steig ein. Richtig? Richtig. Hier gibt er mir die Anweisung: hinsetzen, aufstehen, Kreis. Ich setze mich hin. Halte Viereck, um die Zielanzeige im Kreuzmenü zu aktivieren. Ah, gut, gut. Sehe hier alles. Super. Aha! Oh mein Gott. X um die. Ey, ist das ein kompliziertes. Oh, ich kann nicht mehr, Digga. Es ist so kompliziert. Hier knallen gleich alle Sicherungen durch. Raus. Kann ich nicht. Hat ja gerade so der Schädel ja, ich wollte realistisch. Okay. Kein Problem, realistisch. Aber das Menü ist so unheimlich kompliziert aus meiner Wahrnehmung. Es ist so kompliziert. Arcade. Mal gucken, wie Arcade ist. So sieht er auch aus, als wenn er nichts im Herrn hat. Achso, falsche Tür. So, checke die Passagiere ein. Hallo! Einsteigen, ihr Hurensöhne! Ich muss zu denen gehen? Wie? Ja, und jetzt? Alter, ich will Bus fahren, Digi! Ich drücke X, Passagier einchecken, ich drücke X, es passiert nichts. Der hat ein Kofferzeichen über den Dötz. Ich muss die Gepäck. Ach, Digga. Ah, ja, super. Sehr gut. Super. Oh, Memo, guck mal da. So, rein mit dir. Ja, passt alles. Supi. So, warum schließt er jetzt die Tür nicht? Das verstehe ich ehrlicherweise nicht so ganz. Weil ich drücke ja X, aber er schließt die Tür nicht. Scheiß drauf, fahren wir mit offener Tür. Hinsetzen. Handy aus! Folge der Navigation zum Endhaltestelle. Okay, wo ist meine Navigation? Wo ist meine Navigation? Hört ihr die Hupe? Könnt ihr die Hupe hören? Im Armaturenbrett ist sie? Nein. Das ist meine Navigation? Und wenn ich so fahre, sehe ich gar nichts? Wer hupt denn hier die ganze Zeit? Irgendwie Navigation noch einblenden. Ah, hier, jetzt habe ich Navigation. Gut. Was ruckelt das Spiel so? Hallo? Was ist mit der Navigation los? Warum zeigt er mir nichts an? Hallo? Der zeigt ja gar keine Route an. Einmal Platz machen.
Ah, jetzt! Okay, gut. Gut. Leichter Unfall habe ich nichts von mitbekommen. So, okay. Bleibt man hier, bleibt man als echter Fernbusfahrer an der roten Ampel stehen? Ist grün. Oh. Bordstein zu hart getroffen. Das Ding lenkt sich wie ein Sack Zement. Nur für mein Gefühl jetzt. Fahre ich jetzt wirklich die komplette Strecke? Fahre ich jetzt wirklich die komplette Strecke nach Bremen? 1,5 Stunden? Für mein Verständnis, was ist denn der Reiz hier an diesem Spiel? Also wo ist das Belohnungssystem? Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Okay, die Bullen scheißen auf alles. Nur für mein Verständnis. Okay, die Bullen scheißen anscheinend auf alles. Okay, also dich interessiert das... Okay, alles klar. Du verstehst Simulator einfach nicht. Doch, ich verstehe Simulator schon. Und ich bin bestimmt nicht der Mensch, der hier auf Ernst einen Bus-Simulator spielt, Digga. Ich spiele dieses Spiel hier mit meinem Gag, mit meinem Humor, mit meiner Unterhaltung. Was ich aber verstehe ist, in einem Simulator sollte etwas passieren, wenn ich an den Bullen hauch eng vorbei. Weil eine Simulation ist etwas Realistisches. Und die Simulatoren, die wir bis jetzt gespielt haben, waren alle Arschritze, Digga. Ach, auch hier geblitzt worden, ja. Selbst hier in dem Scheißspiel bringen die Blitzer ein. Die Wichser. Okay, also rein optisch gesehen, FPS-technisch ist es gerade unterirdisch. Diese Handys, ne? Erkennst du das wieder? Nein. Und jetzt fahren wir hier und... Okay, also anscheinend ist es wirklich für die Hardcore-Bus-Simulatoren, Leute. Macht Platz, hallo! Gut, ich fahr rüber. Oh. Bremen-Wilhelmshaven. Mal gucken, das Einzige, was mich noch interessiert, war von der Route Hamburg... Digga, was will... Du dummer Wichser! Hä, wo ist er hin? Er ist einfach weggespawnt. Mich interessiert, ob das Straßenschild Buxtehude kommt. Weil auf der Strecke Hamburg-Bremen 100% muss eigentlich Bremen... Ach, Digga. Muss Buxtehude kommen. Digga, ist das beiseite mit dir? So, ihr Wichser. Digga, habt ihr gesehen? Der hat mich übelst geschnitten, Alter, der kleine Hund. Oh mein... Habt ihr das da hinten gesehen? Da ist irgendein Auto gerade abgehoben. Ey, das ist ein Kollege. Moin. Grüß auch mal zurück. Ah, du Wichser. Der fällt mir aber ganz schön dicht auf. Den bremse ich aus, den Wichser. Oh ja. Läuft flüssig. So, dann werden wir mal gucken. Ja. Genau so ist es nämlich. Also das Spiel läuft alles andere als flüssig, Digga. Sorry. Ja, guter Simulator hier auf jeden Fall. Moin. Ja, Jungs. Ja, ich stehe hier einfach nur so. Alles gut. Kein Problem. Auf realistisch, ja. Fahrt mal weiter, alles gut. Ich weiß, ich müsste mich mehr auf solche Spiele einlassen. Da habt ihr recht. Aber wir spielen ja dieses Spiel nicht, um wirklich hier einen auf Trucker zu machen, sondern um es mal anzutesten, ein bisschen Spaß zu haben, verpackt mit ein bisschen Monte-Humor. Aber ist das, würdet ihr jetzt, selbst wenn man sich darauf einlässt, würdet ihr sagen, das ist ein Spiel, wo man wirklich Spaß dran hat? Auch als Nicht-Busfahrer? Also ich meine, es läuft unflüssig. Ihr seht es. Es ruckelt. Die Polizei greift nicht ein, wenn man Quatsch macht. Du kannst 10 Unfälle haben, dein Bus fährt trotzdem. Keiner der Gäste redet mit dir. Für mich macht das Spiel so den Eindruck, als wenn sie da auch mal wieder was für 100, 200.000 Euro Simulator-Budget hingewichst haben. Aber so richtig durchdacht und so richtig mit Liebe, habe ich das Gefühl, ist das Spiel nicht. Das ist so wie Autobahn-Polizei-Simulator. Guck mal, die Bullen, das sind die Bullen. Wir spielen Simulator. Guck mal. Warte. Die spawnen einfach, die Bullen. Alles gut, perfekt, super. Oh, warte mal. Also ich sag euch ehrlich, ich habe dieses Spiel 37 Euro bezahlt. Wisst ihr, was ich an meinem... Also das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber ich erlaub's mir einfach. Wisst ihr, was ich mir bei so einem Spiel erwünschen würde für 37 Euro? Dass zumindest, wenn ich diese Gäste von A nach B befördere, so... Das hat selbst ein Spiel, wie ist diese Freizeitpark-Simulator auf dem PC damals von vor 20 Jahren, wo du Rollercoaster oder wie hießen die? Selbst die Spiele
Selbst die Spiele, wenn du deine Achterbahn gebaut hast, hat ein System. Wenn du die Achterbahn zu schnell gefahren hast, haben die Gäste gekotzt. Die Gäste waren unzufrieden. Ich befördere hier gerade 6 Leute und es spielt überhaupt gar keine Rolle, ob ich diese Leute gut oder schlecht befördere, weil es gar kein Feedback gibt. Es wäre doch viel geiler, wenn du eine Anzeige hättest von den Leuten, die da im Bus drinnen sitzen, die am Ende darüber entscheiden, wie viele Punkte du bekommst, wie schnell du aufsteigst, wie zufrieden die sind. Die können reden, ja, okay, toll, super, die können reden, aber kann natürlich sein, dass diese ganzen Sachen im realistischen Modus drin sind, das weiß ich nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Kann ich hier anhalten? So, ihr könnt einmal aussteigen, einmal erleichtern. Fettreich, was ist das denn für ein Scheißname? Okay, ich kann... Oh, okay. Five for five. Mix and was? Match. Hä? Okay, also das Spiel erlaubt mir nicht weiterzugehen. Ach doch, jetzt. Ach, von hier kann ich... Okay, gut. Ah, hier kann ich jetzt nicht geradeaus gehen. Ach doch, mit Springen geht's. Okay. Okay, also ich kann nicht an den 5-5 Fett in Rich Burger Laden gehen, aber ich kann hier mitten in der Wallerei spazieren gehen. Vielleicht gehe ich auch, Chat, zu negativ an diesen Spieltitel ran. Vielleicht gehe ich da auch zu negativ ran, aber ich finde, ob ein Spiel... Guck mal, ich kann hier nicht geradeaus gehen. Geht nicht. Mit Springen. Geht. Perfekt. Aber ich finde, auch wenn das Spiel im Verhältnis zu anderen PS5-Titeln mit 37 Euro Rabatt, 5%, also es war etwas teurer, mit 37 Euro kann ich immer noch was erwarten, Digga. Und für ein PS5-Spiel, für 37,50 sieht das alles ziemlich scheiße aus, Digga. Ich meine, ich habe jetzt mehrere Unfälle gebaut, mein Bus sieht aalglatt geleckt aus. Es spielt gar keine Rolle, ob ich einen Unfall baue oder nicht, weil mein Bus keine Beschädigung hat. Also für mich, persönlich, erstes Fazit, als Nicht-Hardcore-Fernbusfahrer-Fan ist das eine absolute Katastrophe hier, das Spiel. Würde ich auf einer Skala, also Polizei-Autobahn-Simulator war auch echt schon Dogshit, aber das Spiel ist auch dichter dran. Okay, und jetzt? Folge der Navigation zum... Ja, aber was muss ich denn jetzt machen? Ich steig mal aus, auf entspannt. Geht's euch gut? Ah, das DHL-Auto ist einfach weggespawnt. Achso, ich kann... Ach, perfekt. Ich kann auch wieder durch alle Autos einfach gehen. Super. Super. Kann ich wieder einsteigen? Geh in den Bus. Ja. Sehen aber noch alle soweit gut gelaunt aus, würde ich sagen. Also sie beantworten noch ein paar Nachrichten bei WhatsApp-Kopfhörer. Der sieht aber irgendwie nicht so gut aus. Ich weiß gerade, ich bin an einem Punkt, wo ich nicht weiß, was ich machen soll. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie, ja, was zu machen. Also ich kann nichts machen. Ich bin machtlos. Oh! Oh! Aha! Back on the roads. On the road again. Aber also eins kann ich trotzdem als Fazit sagen, und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Grafik, die FPS. Ja, ich habe einen PC, ich kann es auf dem PC zocken, aber ich spiele hier auf der neuesten Generation PS5 und das ist unterirdisch. So, wir sind gleich am Ziel, liebe Fahrgäste. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt bei Ihrem Busdriver. Oh, entschuldigen Sie. Oh ja, gute Grafik hier an der Stelle auch nochmal für die 37 Euro. Oh, wieder super. Achso, sind wir hier am Ziel oder was? Ach, hier sind wir am Ziel oder was? Und einmal aussteigen, ihr Wichser. Einmal aussteigen. Und die Tür war die ganze Zeit noch auf. Hä? Wo sind die Gäste hin? Geh in den Bus, okay. Okay. Und jetzt? Was ist denn mit der Gepäckklappe? Brauchen die denn noch das Gepäck oder was? Ja, hallo. Aha. Ah! Also, weiß ich nicht. Überzeugend ist was anderes, will ich euch ganz ehrlich sagen. Hat Spaß gemacht. Wir werden den Realistic-Modus nächstes Mal noch probieren.
Aber der unrealistische Modus hat mir auch, also hat mir jetzt nicht so zugesagt.